Die meisten Mikroben im Menschen sitzen im Darm. Das sind etwa 2 Kilogramm pures Mikrobenmaterial. Das entspricht etwa der Masse unseres Gehirns. Wenn man von der Größenordnung her sich das anschaut, sind zu jedem Zeitpunkt ca. 2/3 unserer Immunzellen im Darm drinnen. Ich hatte teilweise Angst beim Essen, wirklich Angst schon, wenn man ständig Übelkeit hat oder Durchfall hat oder Schmerzen und schon wirklich nicht mehr weiß, was man essen soll. Wie es unserem Darm geht, das hat großen Einfluss darauf, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und wir können das eben durch die Gabe von Probiotika gezielt beeinflussen. Bestimmte Probiotika können helfen. Die Wirkung von probiotischen Produkten aus dem Supermarkt ist jedoch zweifelhaft. Darm und Hirn kommunizieren in Echtzeit, jederzeit miteinander. Und das geht sowohl auf Nervenebene als auch auf vielfältig gewebshormoneller und stofflicher chemischer Ebene. Herzlich willkommen zum heutigen Kochworkshop. Wir machen heute ein Einkornrisotto. Das ist eine alte Getreidesorte, das ist ein Vorgänger von der Weizen-Dinkel-Linie und hat sehr viel Beta-Carotin. Im Ernährungsworkshop von Andrea Fitscheller dreht sich heute alles um den gesunden Darm. Interessierten will sie das Bewusstsein für die Vielfalt auf ihren Tellern zeigen oder die, die möglich wäre. Es wird angenommen, dass der durchschnittliche Europäer inzwischen eine sehr kleine Diversität hat auf seinem Speiseplan. Wenn ihr persönlich überlegt, auf wie viele verschiedene Gemüse- und Obstsorten kommt ihr im Laufe des Jahres? 15. 20. Ich würde sagen 20 auch. Also der Schnitt. Man spricht etwa von 50 verschiedenen Gemüse- und Obstsorten, die wir verzehren in Europa. Es könnten Hunderte sein. Unser Darm ist rund 6 Meter lang. Und in ihm leben Billionen von Kleinstlebewesen, Bakterien, Pilze und Viren. Das Interesse an der wichtigen Bakteriengesellschaft in unserem Bauch, dem Mikrobiom, ist groß. Denn es hat Einfluss auf unsere körperliche und seelische Gesundheit. Es ist sogar überlebenswichtig für uns. Also im Darm sind die Mikroorganismen zuständig natürlich für die Verdauung von Nahrungsmitteln, die wir selber nicht verdauen können, zum Beispiel komplexe Pflanzenstoffe. Sie produzieren dabei bioaktive Stoffe, dazu gehören kurzkettige Fettsäuren, die enorm wichtig sind für unser Wohlbefinden, unseren Körper auch. Sie produzieren auch Vitamine, die wir brauchen für unser tägliches Leben. Die Mikrobiologin Christine Meusel-Eichinger forscht an der Universitätsklinik Graz. Sie ist fasziniert von den Bakterien, die uns und unsere gesamte Umwelt besiedeln. Es gibt ein großes Prinzip der Mikrobiomforscher und das heißt, je diverser, umso besser. Und man weiß inzwischen, dass der westliche Mensch, also auch der Europäer, zählt zum westlichen Menschen dazu, er hat ein sehr reduziertes Mikrobiom bereits. Das heißt, die verschiedenen Mikroorganismen haben in ihrer Vielfalt abgenommen. Wenn man das vergleicht mit eingeborenen Stämmen, zum Beispiel aus Südamerika oder Afrika, die besitzen ein bis zu 10-fach diverseres Mikrobiom und damit auch natürlich eine erhöhte Diversität und eine Funktion im Mikrobiom. Das heißt, die Mikroorganismen können sich leichter anpassen, haben weitere Funktionen, die unter Umständen wir schon verloren haben. Die Vielfalt, die wir jetzt im Laufe des Jahres haben, ja, wenn wir uns saisonal ernähren, ist die eine Vielfalt. Und was ihr noch habt, ist, dass ihr innerhalb einer Gemüsegruppe nochmal eine unglaubliche Vielfalt haben könntet, wenn ihr ein bisschen darauf achtet. Eben diese 5 bis 10 Apfelsorten im Supermarkt eben als Beispiel, das wären Varianten, die man halt dann so eben aus dem Garten, aus dem Bauerngarten oder so teilweise am Markt bekommt. Es wären vor allem die Produkte natürlich jetzt gerade im Handel bevorzugt, die gut haltbar sind. Die müssen ja einige Tage, einige Wochen dort liegen, sie müssen gut ausschauen, sie müssen eine stabile Außenhaut haben. Und da wird weniger auf die Inhaltsstoffe geachtet. Ihr könnt ja mal den Test machen, einen Apfel aufschneiden und schauen, was passiert. Er sollte braun werden. Oft passiert das so langsam inzwischen, dass man diesen Unterschied, dieses Braunwerden gar nicht mehr wahrnimmt. Dafür verantwortlich sind die Produzenten der Äpfel und unser Konsumverhalten.
Aus den Obstsorten werden Stoffe herausgezüchtet, die das Fruchtfleisch natürlich verfärben. Das sind die Polyphenole, gesundheitlich sehr wertvoll, für den Handel uninteressant und für den Menschen scheinbar auch irgendwie lästig. Wir wollen das nicht. Wir wollen das aufschneiden, den Kindern in der Jausenbox herrichten und das dann den ganzen Tag wunderschön helles Fleisch haben. Und das ist eigentlich eben eigentlich kontraproduktiv für die Gesundheit tatsächlich. Unser Obst und Gemüse muss häufig lange Transportwege und Lagerzeiten überstehen. Damit es im Supermarkt trotzdem noch gut aussieht, kommen häufig Chemikalien zum Einsatz. Durch Begasung etwa verlangsamt sich der optische Alterungsprozess. Das Obst verliert jedoch an Inhaltsstoffen. Unreif geerntete Früchte werden mit Reifungsbeschleunigern behandelt, damit sie in der richtigen Farbe beim Konsumenten ankommen. Die Qualität unserer Obst- und Gemüsesorten verringert sich. Zudem kochen wir seltener frisch. So landen vermehrt Convenience-Produkte auf unseren Tellern mit einseitigen Inhaltsstoffen. Immer die gleichen Kohlenhydrate oder wenig komplexe Kohlenhydrate. Unsere Ernährung ist relativ ballaststoffarm. Und solche Sachen würden eigentlich die Diversität des Mikrobioms fördern. Ihr seht jetzt da ein paar Lebensmittel, die besonders viele Ballaststoffe haben. Da gibt es zum Beispiel den Wirsingkohl, auch alles, was so in die Krautrichtung geht, also alles, was auch, merkt ihr auch, ja, wenn ihr drauf beißt, ist es richtig fest, stabil, ist auch sehr ballaststoffreich. Ballaststoffe sind so wichtig für uns, weil wir sie nicht verdauen können oder nur teilweise verdauen können. Das heißt, wir scheiden sie zu einem Großteil wieder aus. Jetzt könnte man sich denken, wozu sollte man das essen? Wozu Geld ausgeben für Dinge, die dann sowieso wieder auf der Toilette landen? Tatsächlich weiß man inzwischen, dass es erstens einmal die Kalorienmenge wahnsinnig reduziert und sehr gut sättigen. Also wir sind lange satt. Das heißt, wir haben nicht so dieses Gefühl wie nach einem Fastfood-Burger, wo man wirklich nach kürzester Zeit wieder essen kann, weil das so schnell verdaut ist. Und die Darmbakterien ernähren sich teilweise auch von diesen Ballaststoffen. In London widmet sich der Epidemiologe und Professor für Genetik Tim Spector dem Darm und seinem Mikrobiom. Vor Jahren will er selbst abnehmen und seinen hohen Blutdruck verbessern. Es ist der Anstoß für seine Arbeit über die vielen gängigen Irrtümer in unserer Ernährung. There are many myths about diets and foods. Es gibt viele Mythen über Diäten und Ernährung. Und die meisten Dinge, die wir von Ärzten gelernt oder gesagt bekommen, sind falsch. Also die Idee, dass man schlank werden kann, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt als verbrennt, stimmt nicht. Das ist belegt. Wir sagen das seit 30 Jahren und die Menschen werden trotzdem immer dicker. Fettleibigkeit hat sich verdreifacht. Tim Spector untersucht Übergewicht und Fettleibigkeit. Und ihm fällt auf, es geht nicht unbedingt um die Menge, viel wichtiger ist, was wir essen. Denn schlechte Ernährung stört vor allem unsere Bakteriengesellschaft im Darm. Fettleibige Personen haben ein gestörtes Mikrobiom. Sie haben eine geringere Diversität von Mikroben und bestimmte Arten sind vermehrt oder zu wenig vorhanden. Gemeinsam mit seinem Sohn Tom startet Spector ein Experiment. Er setzt den jungen Studenten auf eine strenge Diät, eine Fastfood-Diät. Ich habe ein Experiment gemacht, um zu sehen, wie mein Mikrobiom auf eine McDonald's-Diät reagiert. 10 Tage lang habe ich nur Big Macs oder Chicken McNuggets gegessen. Für viele steht Fastfood regelmäßig am Speiseplan. Eine Fastfood-Diät klingt auch für Tom nach einem angenehmen Experiment. Zunächst. Die ersten 3 Tage habe ich es genossen. Aber langsam, so ab dem 5. Tag, wurde ich müde, lethargisch und konnte nicht mehr so gut schlafen. Ab dem 7. Tag konnte ich nicht mehr als eine Mahlzeit pro Tag essen. Und am 9. Tag hat mir ein Freund gesagt, ich hätte eine auffallend gelbliche Haut. Tom Spector fühlte sich nach einer Woche schlecht, körperlich wie auch seelisch. Das könnte vor allem am Fett liegen. Pharmakologen der Medizinischen Universität Graz konnten in einem Test an Mäusen Veränderungen der Psyche durch fettreiches Futter beobachten. Eine Gruppe erhielt über mehrere Wochen eine ausgewogene Kost mit 12% Fettanteil. Die anderen Mäuse bekamen Futter mit einem Fettanteil von 60%. Nach 8 Wochen zeigten die Mäuse auf Fettdiät
Anzeichen von depressivem Verhalten. Eine Behandlung mit Antidepressiva hatte darauf keinen Einfluss. Die Forscher konnten gleichzeitig eine Abnahme bestimmter Bakterien im Dickdarm der Mäuse sehen, die man auch bei Depressionspatienten beobachten kann. Auch bei Tom verändert die Fastfood-Diät sein Mikrobiom gravierend. Das Ergebnis von Toms Fastfood-Experiment war, dass er 40% seiner Mikrobenspezies verloren hatte. Und das war sehr schockierend. Wir wussten zwar, dass es eine Veränderung geben würde, aber nicht in so verheerendem Ausmaß. Weniger Mikrobenspezies im Darm sind ein Risikofaktor für Fettleibigkeit. Wir glauben, das ist der eigentliche Zusammenhang von Fastfood und Fettleibigkeit. Nicht die Kalorien, sondern der Effekt auf das Darmmikrobiom. Auch Tim Spector macht einen Selbstversuch. Im Gegensatz zur Fastfood-Diät seines Sohnes probiert er es mit Slow Food und setzt verschiedene Käse auf seinen täglichen Speiseplan. Inspiriert hat ihn die französische Käsekultur. Die Franzosen essen doppelt so viel Käse wie die Engländer oder Österreicher und haben weniger Herzkrankheiten und andere Probleme. Ich habe mich gefragt, ob mein normales Mikrobiom mit einer französischen Käsediät verändert werden kann. Ich habe es versucht und Brie zum Frühstück gegessen, Roquefort zum Mittag und am Abend ein großes Stück Epoisse, ein Käse mit intensivem Geruch. Das Ergebnis war, dass meine normalen Darmbakterien gesünder waren. Die Zusammensetzung hat sich nicht stark verändert, aber die Bakterien haben besser gearbeitet. Für manche Gaumen sicher eine gewöhnungsbedürftige Methode, jedoch eine recht einfache, um sein Mikrobiom zu stärken. Das verhilft unseren Mikroorganismen im Darm bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Bakterien setzen beispielsweise Botenstoffe frei oder verarbeiten Nährstoffe. Und sie tun das besser, wenn wir sie mit unserer Ernährung düngen und verhätscheln. In Graz forscht man auch an den Bakterien, die unsere Darmschleimhaut schützen. Ist die Darmschleimhaut geschädigt, dringen Stoffe vermehrt in den Blutkreislauf. Das kann Organe wie die Leber stark belasten. Michael Smolnicker ist Krankenpfleger. Während der Arbeit bekommt er plötzlich starken Drehschwindel. Untersuchungen im Krankenhaus zeigen bald, dass er Leberzirrhose hat. Die Ärzte raten ihm zu einer Transplantation. So wie ich das erste Mal gegangen war, haben sie gesagt, ja, ich brauche nur sagen ja, und ich stehe auf der Liste rum, gell? Und das war ein Kampf, muss ich sagen, gell? Die Familie hast du auch und alles. Also da geht da schon psychisch was ab, gell? Burteufel hörst, gell? Ich will Großvater werden, ich will meine Tochter noch heiraten. Wer weiß, am Anfang hat sie gesagt, na ja, unten ist mir schon beinahe gesagt worden. Wenn's, vielleicht leben sie nur 5 Jahre. Ne? Häufige Ursache für eine Leberzirrhose ist Alkohol. Doch Michael Smolnicker trinkt nur selten etwas. Ja, also man sieht nach wie vor, dass der Leberrand nicht ganz glatt ist, sondern dass er da so Wellen macht. Sehen Sie das? Der Grund für seine Probleme mit der Leber muss woanders liegen. Die Gastroenterologin Vanessa Stadelbauer-Köllner untersucht schon lange die Wirkungen des Mikrobioms auf die Leber. Michael Smolnicker war ein Patient ihrer Studie zur Behandlung mit Probiotika. Bei Lebererkrankungen im Darm haben wir eine Überwucherung mit schlechten Keimen. Und es gibt bestimmte Probiotika, die können dann die Darmzellen so aktivieren, dass sie Substanzen produzieren, die diese schlechten Keime oder eben die Giftstoffe, die diese schlechten Keime produzieren, wieder aufspalten können. Probiotika, mehr Bewegung und Gewichtsreduktion zeigen bei Michael Smolnicker große Wirkung. So kann er die drohende Lebertransplantation vermeiden. Im Laufe der Zeit ist es mit mir bergauf gegangen. Ne? Also jetzt gibt es kein Thema, der weiß, dass das einmal noch ein Transplant, da müsste sich akut was verschlechtern. Gell? Und das ist das Positive an der ganzen Sache. Und da freut man sich schon sehr. Gell? Die Infektanfälligkeit ist weg, ne? Kann ich sagen. Gott sei Dank. Also 100 Leute laufen mit Grippe um und um, Infekt von den Luftwegen und alles, gell? Oder Magen-Darm-Infekte. Ich bin gefeit fast, ne? In den Laboren der Uniklinik untersucht man die Effekte von Probiotika. Was die Bakterien im Darm machen, ist noch nicht vollkommen klar. Wie man sie dort hegt und pflegt, ebenfalls nicht.
Wir haben uns angeschaut, eben, wie sich das Stuhlmikrobiom verändert. Und wir sehen positive Effekte vom Probiotikum. Aber dann nach sechs Monate nach Absetzen haben wir dann wieder untersucht, haben wir diese Effekte nicht mehr gesehen. Also es ist anzunehmen, dass das Probiotikum sich nicht ansiedelt im Darm, sondern einfach dann auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden wird. Das heißt, man wird eine dauerhafte Zufuhr brauchen oder eventuell eine Zufuhr in Form von Kuren, dass man dann zum Beispiel einen Monat Pause machen kann oder zwei Monate und dann wieder weiter einnehmen muss. Probiotika sind vor allem Milchsäurebakterien und gelten als Nahrungsergänzung. Für die aktuelle Forschung an Probiotika als Medizin sind jedoch vor allem Darmkeime interessant, die man noch nicht in Pulverform produzieren kann. Für viele Hersteller sind Probiotika aber vor allem eines: ein gutes Geschäft. Produkte aus der Apotheke können gute Effekte zeigen. Die Wirksamkeit von probiotischen Joghurts und Milchgetränken aus dem Supermarkt ist jedoch umstritten. Sie zeichnen sich vor allem durch hohen Zuckergehalt aus. Im Moment stehen uns eigentlich nur eine Handvoll verschiedener Mikrobenstämme zur Verfügung, die man gezielt und ohne Risiko einsetzen kann. Das heißt, wir müssen neue Probiotikastämme finden, die die idealen Funktionen erfüllen und die dann auch noch im Darmmikrobiom zum Beispiel Fuß fassen und dort bleiben und ihre Funktion optimal ausüben. Natürliche probiotische Lebensmittel auf unseren Tellern können unseren Darm auch kulinarisch wertvoll unterstützen. So, los geht die Reise zu den probiotischen Lebensmitteln. Da haben wir jetzt ein paar Käsevarianten, die sind aus Rohmilch hergestellt worden. Wisst ihr, was probiotisch heißt? Irgendwas mit den Bakterien. Genau. Das sind die bekanntesten, die Milchsäurebakterien, die eben die Säure aushalten, also säureresistent sind und tatsächlich bis in den Darm wandern. Ein Thema ist das, dass viele Produkte dann nochmal pasteurisiert werden. Das heißt, ihr habt das Joghurt und das wird nochmal über 80 Grad erhitzt und dann sterben natürlich viele dieser Bakterien ab. Wenn ihr in eurer Ernährung ein bisschen mehr von diesen positiven Bakterien haben wollt, dann könnt ihr den Speiseplan ergänzen mit so diesen fermentierten Milchprodukten, mit Rohmilchkäse zum Beispiel auch oder mit diesen milchsauer eingelegten Gemüsevarianten. Also Sauerkraut ist der Klassiker oder auch, ihr kennt vielleicht dieses Kimchi, ist recht bekannt inzwischen. Oder wie ihr vielleicht auch kennt, bei der Miso-Suppe sind das auch solche Produkte, die durch die Fermentation sehr wertvoll sind. In anderen Kulturen stellen Lebensmittel mit wertvollen Bakterien einen fixen Bestandteil in der Ernährung dar. Fermentiertes Gemüse und Miso werden in weiten Teilen Asiens, wie hier in Südkorea, von vielen fast täglich gegessen. Bei der Fermentation zerlegen Pilze und Bakterien die Proteine und Fette von etwa Reis und Sojabohnen in wertvolle Aminosäuren und Fettsäuren. Es findet also eine qualitätssteigernde Umwandlung statt. Der Prozess dabei dauert manchmal Jahre. Auch bei uns entdeckt man Fermentation wieder neu. Einlegen kommt wieder in Mode und schon längst geht es dabei nicht nur um das klassische Sauerkraut. Den Kraut- und Gemüsevariationen aus dem Glas sind kreativ kaum Grenzen gesetzt. In Workshops zeigt Ingrid Palmetshofer, wie es geht, nachdem sie sich vor Jahren selbst auf die Suche nach fermentierten Lebensmitteln für ihren Speiseplan machte. Da war die Erkenntnis einfach, man muss schon sehr weit laufen, um die Salzgurken zu finden in Wien und einfach das unpasteurisierte Sauerkraut. Und darüber hinaus einfach ist schon nicht mehr viel da. Einfach kneten, bis das einfach ausreichend Saft aus dem Sauerkraut herausgetreten ist. Und eben da sieht man sofort, das ist eher ein frischeres Kraut, weil es relativ schnell einfach Wasser lässt. Ja. Alleine durchs Kneten und die Beigabe von Salz werden im Glas Milchsäurebakterien gebildet. Ich bin jemand, der in seinem Leben aufgrund von chronischen Entzündungszuständen bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr sehr viel und regelmäßig Antibiotika verschrieben bekommen haben. Und seither ist Verdauungsqualität einfach irgendwie ein Problem gewesen, jetzt einfach im Sinne von einer Verdauungsschwäche. Und das merke ich, dass einfach irgendwie ganz deutlich besser geworden ist. Die Bakteriengesellschaften in uns sind hochkomplex und das Mikrobiom eines jeden ist so individuell wie sein Fingerabdruck.
Es verändert sich auch mit dem Alter und seine Analyse ermöglicht Auskunft auf den Lebenswandel. Wie man sich ernährt etwa oder auch welche Medikamente man nimmt. Antibiotika haben dabei einen besonders großen Einfluss. Die Aufgabe von Antibiotika ist es, Bakterien umzubringen. Und das tun sie natürlich auch schon im Darm und nicht nur dort, wo die Entzündung ist, die man bekämpfen will. Das heißt, ein Antibiotikum ändert das Mikrobiom gravierend. Normalerweise ist unser Mikrobiom so gut aufgestellt, das ganze Ökosystem, dass es auch nach so einer gravierenden Änderung innerhalb von ein paar Wochen wieder in seinen Ausgangszustand zurückkommt. Aber das ist nicht immer so. Manchmal kann eine Antibiotikagabe zu einer sehr gravierenden Veränderung im Mikrobiom führen, die dann auch wirklich krank macht. Neueste Forschungen widmen sich auch dem Einfluss von anderen Medikamententypen auf unseren Darm, wie etwa Psychopharmaka oder Antihistaminika. Da ist auch heuer eine Studie publiziert worden. Die haben über 1000 chemische Substanzen, die als Medikamente verwendet werden, durchgescreent und haben gefunden, dass von diesen Substanzen ein Viertel zu schwerwiegenden Veränderungen des Mikrobioms führt. Und es ist vom Studiendesign her auszugehen, dass diese Studie das eher unterschätzt als überschätzt. Also es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich die meisten Medikamente Veränderungen im Mikrobiom machen. Und das ist halt einfach eine ganz neue Gruppe an Nebenwirkungen, die wir bis jetzt noch nicht so beachtet haben. Haben und auf die wir in Zukunft mehr Wert legen müssen. Die Gastroenterologin und ihr Team forschen besonders an einer Medikamentengruppe, den Protonenpumpenhämmern, besser bekannt als Magenschutz. Magenschutz wird häufig verschrieben und ist auch rezeptfrei erhältlich. Wir haben in unserer Studie bei der Leberzirrhose festgestellt, dass die zusätzliche Einnahme von einem Magenschutz bei Patienten und Patientinnen mit Leberzirrhose dazu führt, dass sich das Darmmikrobiom noch einmal drastisch in seiner Zusammensetzung verändert. Und wir haben das auch in Verbindung bringen können mit Entzündungsreaktionen, mit Komplikationen wie Infektionen und leider auch mit vermehrt Todesfällen. Es ist ein statistischer Zusammenhang jetzt, den wir da gesehen haben, aber es ist natürlich schon etwas, wo man weiterdenken muss, wie man da dann umgehen soll damit, wenn eben ein weiteres Risiko besteht, ob es dann Möglichkeiten gibt, das Darmmikrobiom wieder zu verbessern. Medikamente, die mit Probiotika ergänzt werden, setzt man in Graz auch auf der Neonatologie zur Behandlung der jüngsten Patienten ein. Die nekrotisierende Enterokolitis ist die häufigste akute Erkrankung des Magen-Darm-Traktes von Frühchen. Eine eindeutige Ursache ist nicht bekannt. Die zusätzliche Gabe von Probiotika hilft den Babys, die ums Überleben kämpfen. Wir verwenden beispielsweise in der Abteilung einen Mix aus einem Probiotikum mit einem Antibiotikum und einem Mykostatikum, also einem Pilzmittel, schon seit vielen Jahren und das sehr erfolgreich. Also wir haben sehr niedrige Raten dieser entzündlichen Darmerkrankung und führen das unter anderem auch auf die Gabe der Probiotika zurück. Studien zeigen auch, dass die Art der Geburt wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Bakterienflora des Babys hat. Der größte Schritt ist eigentlich wirklich der Weg nach draußen. Im normalen Zustand passiert das Baby ja mit auch offenem Mund, dem Vaginaltrakt der Mutter, und nimmt dabei alle Mikroorganismen auf, die es braucht, um eigentlich die Muttermilch zu verdauen. Kindern, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, fehlen diese Mikroorganismen. Bei einem Kaiserschnittbaby ist es erstmal anders. Das Kaiserschnittbaby nimmt das Mikrobiom der Haut der Mutter auf und hat damit einen etwas schwierigeren Start ins Leben sozusagen. Es muss erst die Mikroben finden und aufnehmen können, die es wirklich braucht. Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, haben später häufiger Allergien und ein höheres Risiko für Krankheiten wie Leukämie, Diabetes und Asthma. Eine findige wie simple Methode kann Kaiserschnittbabys zu einem besseren Keimschatz verhelfen. Da hat man zeigen können, wenn die Mutter vor der Kaiserschnittgeburt einen Tupfer in die Scheide eingelegt bekommt und das Baby sofort nach der Geburt mit diesem Tupfer abgewischt wird, dass dann das Mikrobiom auch im Darm des Babys dem entspricht, wie wenn es über die Scheide geboren worden wäre.
Die ersten Wochen nach der Geburt prägen das Mikrobiom ein Leben lang. Dem Stillen kommt dabei ebenfalls Bedeutung zu. Der Vorteil ist, die Muttermilch ist voll mit Mikroben. Es ist das erste Probiotikum, das wir zu uns nehmen sozusagen. Es sind Substanzen drin, die Mikroorganismen, spezielle Mikroorganismen fördern im Wachstum. Aber es sind auch Bakterien in der Muttermilch, die sich im Darm ansiedeln und dann das Baby unterstützen in den ersten Schritten. Das zeigt auch wieder, wie wichtig Mikroben eigentlich für uns sind, wie genau das sich abspielt oder dass Kinder im Alter bis zu 3 Jahren alles in den Mund stecken, einfach um Mikroben zu sammeln, weil sie das brauchen, um ihr Immunsystem zu trainieren. Wie immens ausgeklügelt dieses System eigentlich funktioniert, es ist absolut spannend für mich. Kommt es zu Störungen im Darm, können schwere Erkrankungen auftreten. Bedenkenlos essen. Für Andreas Kringer war das viele Jahre unvorstellbar. Der Grund: Colitis ulcerosa, eine schmerzhaft entzündliche Darmerkrankung. Neben genetischen, immunologischen und Umweltfaktoren spielt auch das Mikrobiom dabei eine Rolle. Wie ich das als Jugendlicher bemerkt habe, dass dieser Drang vorhanden war, so oft aufs Klo zu gehen, dass Blut dabei war. Man hat den ganzen Tag eigentlich immer das Gefühl, man hat Bauchweh. Und wenn man aufs Klo gehen muss, dann hat es mit Krämpfen zu tun. Dann sitzt man am Klo und die Tränen rinnen einen runter. Sich jemandem anzuvertrauen, ist ganz, ganz schwierig. Ja. Also ich habe den Mut nicht gehabt, es frühzeitig jemandem zu erzählen. Der wirklich schwere Schub ist dann, sage ich mal, 2011 gekommen. Da haben auch die Standardmedikamente, die ich genommen habe, das waren Cortisonpräparate in, sage ich mal, sehr großen Dosen und über sehr langen Zeitraum, auch nichts mehr geholfen. Viele Bereiche seines Darms waren schwer entzündet. Er war so verzweifelt, dass er sich den Großteil des Darms operativ entfernen lassen wollte. Da hörte er von der Stuhltransplantation, einer Behandlung, bei der Stuhl eines Gesunden in den kranken Darm eingebracht wird. Die Grazer Uniklinik gehört zu den Pionieren dieser Methode. In Andreas Kringers Fall ist die Spenderin seine Frau. Die wichtigste Frage ist sicher, ob der Spender gesund ist, weil man will ja keine bösartigen Keime transplantieren, sondern eine gesunde Mikroflora. Deswegen ist auch diese Spenderabklärung so gewissenhaft durchzuführen. Von der Stuhlmenge ist es eigentlich eine normale Stuhlportion. Prinzipiell je mehr, umso besser, muss man sagen. Gastroenterologe Christoph Hügenauer und sein Team führen die Transplantation durch. In den USA gibt es bereits Stuhlbanken, ähnlich wie Blutbanken. Schwere Infektionskrankheiten werden so mit guten Erfolgen behandelt. So auch bei Andreas Kringer. Ich habe dann eine Transplantation gehabt, das war an einem Freitag. Und am Samstag, einen Tag später, bin ich von 20 bis 25 Stuhlgängen am Tag, sage ich mal, auf einmal runtergekommen. Okay. Ich glaube, das ist jetzt schon über 3 Jahre her oder fast 4 Jahre. Dass es eigentlich ohne Komplikationen gelaufen ist. Ich habe alles normal weitermachen können, wie ich es erwartet habe. Also ich kann alles essen, ich kann alles trinken. Und das ist Lebensqualität, ja. Ein gesunder Darm ist rosig mit durchscheinenden Blutgefäßen. Der entzündete Darm unterscheidet sich drastisch. Der Stuhl, mit dem hat sich nie jemand gerne beschäftigt in der Medizin. Am Anfang hat man noch ein bisschen drüber gelächelt, aber man hat dann gesehen, das ist wahnsinnig effektiv und gewisse Patienten kann man nicht anders behandeln. Und also sagen wir so, vor 10, 15 Jahren hätte ich mir nicht vorgestellt, das zu machen. Diese Erkrankungen sind sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen häufiger geworden. Man muss dazu sagen, die Ursache kennt man nicht genau. Man weiß, es ist eine gewisse Fehlfunktion des Immunsystems, wo das Immunsystem gegen Bakterien im Darm reagiert, gegen die Darmschleimhaut reagiert. Und da kann natürlich sein, dass durch unsere Lebensweise gewisse Bakterien sich dort vermehrt ansiedeln, die Entzündungen fördern. Unsere Lebensweise bedeutet auch vermehrt Nahrung, die durch viele Maschinen läuft, bis wir sie essen. Die Zusammensetzung unseres Mikrobioms gerät so leicht außer Balance, sodass pathogene oder schlechte Bakterien die Überhand gewinnen. Auch Zusätze und Bestandteile im Brot können zu Problemen führen. Hochgezüchtete Getreidesorten etwa führen zu Veränderungen unserer Darmschleimhaut.
In den letzten Jahren fällt immer mehr auf, dass es mehr Menschen gibt, die eine Weizenunverträglichkeit haben. Weizen wird so verändert, dass er möglichst viel Ertrag liefert. Und dann verändert sich auch die Zusammensetzung der Eiweißstoffe im Weizen drinnen. Und da weiß man, diese veränderten Weizeneiweißstoffe führen dazu, dass die Darmbarrierefunktion gestört wird und mehr bakterielle Produkte in den Kreislauf kommen. Erika Jensen-Jarolim hat in ihrer Praxis häufig mit Patienten zu tun, die Gluten schlecht vertragen. Typische Symptome sind Übelkeit und Erbrechen, Völlegefühl und Durchfall. Bei der Glutenunverträglichkeit werden Immunglobuline gebildet gegen diesen Bestandteil, das Gluten aus den Weizenprodukten. Und diese Immunglobuline erkennen durch Verwechslung auch Darmbestandteile. Dadurch, dass man Weizen weiter isst, wird die Produktion der Immunglobuline immer wieder angeleiert und es kommt zu einer starken Entzündung. Und diese Entzündung hat zur Folge, dass Darmoberfläche verloren wird. Der Darm wird innen ganz glatt und das macht dann unterschiedlichste Mangelsymptome, Durchfälle, Blähungen. Und das ist das, woran die Patienten im Endeffekt leiden. Gluten wird dem Brot im industriellen Backprozess häufig extra zugesetzt, damit es besonders weich ist. Ein Fehler ist sicher, dass wir natürlich von dem Supply, von dem Vertrieb von Backwaren abhängig sind und die Bäcker sehr stolz sind, wenn es ein sehr elastisches Brot gibt. Und wenn wir das weiter so wollen als Konsumenten, werden wir weiter in Zukunft Glutenproblematik haben. Aber ich denke, hier kann die Industrie entgegenkommen und ganz gezielt auch Brot machen, das halt ein bisschen mehr bröckelig ist und nicht so gut zusammenhält, aber dafür weniger Gluten enthält. So, das ist jetzt der Sauerteig, den wir gemacht haben für unser Sauerteigbrot. Und der Großteil des Mehls, das jetzt da verwendet wurde, ist eben ein Roggenmehl. Und der Roggen hat weniger Klebereiweiß als der Weizen. Und deswegen braucht er diesen Sauerteig auch tatsächlich, diese Säure, Milchsäurebakterien, damit er überhaupt aufgeht. Laut Umfragen sagen etwa 10% der Menschen, sie leiden an einer Glutenunverträglichkeit. Experten tippen eher darauf, dass es so im 3%-Bereich, 3-5%-Bereich sein könnte. An und für sich beim Sauerteigbrot sind auch wieder diese Verarbeitung über Bakterien ist sehr wertvoll für uns. Leider geht halt ein Teil verloren durch den Backvorgang. Aber es gibt Hinweise, dass diese lange Teigführung positiv ist für die Verträglichkeit und nicht diese schnellen Brotvarianten, wie es halt heute sehr häufig verwendet werden, diese Teiglinge aus dem Tiefkühler, die verzehrt werden. Also es macht dann da doch einen Unterschied und geschmacklich und qualitativ sowieso. Ein weiterer Bestandteil unserer modernen Ernährung, auch als Zusatz zu vielen Produkten, ist Fruchtzucker. Studien gehen davon aus, dass etwa jeder dritte Westeuropäer mit Beschwerden auf Fructose reagiert. Heutzutage ist es so, dass wir unbewusst sehr viel Fructose zu uns nehmen, weil sehr, sehr viele Convenience-Food-Produkte mit Fructose gesüßt sind. Wir nehmen daher unbewusst viel mehr Fructose zu uns, als wir glauben. Und manche Menschen vertragen eben bestimmte Mengen nicht mehr und bekommen dann Beschwerden. Einer von ihnen ist Margareta Dieringer. Seit Jahrzehnten quälen sie häufige Kopfschmerzen. Es sind starke Schmerzen, die so über das Genick kommen, vom oberen Rücken, die sich auf den Kopf festsetzen. Schädelmuskulatur, die gehen auf die Augen. Ich kriege Augenschmerzen, sehe schlecht, höre schlechter. Auch Übelkeit, ich kriege eine eiskalte Nase. Diese Schmerzen habe ich schon sehr lange. Sie sucht Hilfe bei einer Vielzahl von Ärzten. Ich habe schon vieles versucht, viele Leute kontaktiert und um Hilfe gebeten, aber letztendlich war alles nur kurzfristig und hat nicht anhaltend geholfen. Das Problem findet Günther Malek schließlich im Darm. Also wir schauen alle Menschen, die jetzt chronische Schmerzen haben, auch immer an bezüglich ihrer Darmgesundheit, wie gut geht es ihnen mit dem Darm, ich frage das immer genau ab. Und eigentlich, wenn es da größere Probleme mit dem Darm gibt, ist es oft besser, man versucht es mit dem Darm einmal in Ordnung zu bringen. Legen Sie sich bitte zurück. Wir haben dann auch versucht, einmal, wie reagiert mein Körper auf 4 Kirschen, auf 8 Kirschen. Bisschen unter Spannung, aber schon viel weicher.
Diese nicht verdaute Fructose führt dann zum Gärprozess im Darm, in der Substanzen gebildet werden, die den Körper tatsächlich schädigen können und auch Störungen wie Kopfschmerz verursachen können. Wenn es uns mit Darm nicht gut geht, geht es uns nicht gut. Wir fühlen uns nicht wohl, wenn wir Darmverstimmung haben. Und das geht schlagt stärker auf die Stimmung als zum Beispiel Knieschmerz. Ja? Mit einem Knieschmerz kann's mal, der kann wehtun, aber ich kann trotzdem lustig sein. Ja? Wenn Sie eine Darmverstimmung haben, sind Sie nicht lustig. Günther Malek behandelt Margareta Dieringer mit Akupunktur und empfiehlt ihr, Fructose gänzlich vom Speiseplan zu streichen. Also es war für mich überhaupt nicht einfach, weil ich mag Obst und Gemüse und vor allem roh. Ich liebe es seit meiner Kindheit. Aber ich habe, seit ich jetzt in letzter Zeit mit dem Dr. Malek zusammen bin, nur mehr zweimal Kopfschmerzen bekommen. Und das war halt auch, wie ich nicht widerstehen konnte. Sind hier die Reflexzonen des 10. Hirnnervs. Der 10. Hirnnerv verbindet das zentrale Nervensystem mit den Eingeweideorganen, mit dem Darm. Diesen chronischen Reizzustand versuchen wir auf der Ebene hier auch ein wenig zu senken. Darm und Hirn kommunizieren in Echtzeit, jederzeit miteinander. Und zwar hat sich auch gezeigt, dass mehr Verbindungen vom Darm ins Gehirn, ins zentrale Nervensystem, als umgekehrt. Und das geht sowohl auf Nervenebene als auch auf vielfältig gewebshormoneller und stofflicher chemischer Ebene. Der Verbindung von Darm und Hirn ist man im Institut für Psychologie in Graz auf der Spur. Veronika Schöpf und ihr Team haben den Einfluss des Darms auf unsere Gehirnleistung untersucht. Die Probanden nahmen über 4 Wochen ein Probiotikum, ein Placebo oder gar kein Mittel ein. Während einer Magnetresonanzuntersuchung mussten die Testpersonen anschließend Wiedererkennungsaufgaben lösen. Wie es unserem Darm geht, das hat großen Einfluss darauf, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und wir können das eben durch die Gabe von Probiotika, wie wir zeigen konnten in dieser Studie, auch gezielt beeinflussen. Die Probanden bekamen eine Reihe von Bildern gezeigt, die sie kategorisieren mussten. Nach einer Pause wurden sie unangekündigt gefragt, ob sie die Bilder bereits gesehen hatten oder nicht. Wir konnten herausfinden, dass die Probandinnen, die über 4 Wochen eben diese Probiotika eingenommen haben, im Vergleich zu unseren Kontrollgruppen, waren die Leute, die Probiotika genommen haben, sich ihrer Antwort viel sicherer und weiters waren sie viel schneller im Antworten. Und das bedeutet, dass also die Reaktionszeit, wie sie auf diese Bilder reagieren konnten, war viel kürzer und sie haben also ihre Entscheidungen im Nachhinein nicht geändert. Fühlen sich unsere mikrobiellen Mitbewohner im Darm wohl, kommunizieren sie ungestört mit unserem Kopf und unsere Entscheidungen werden besser. Unser Bauchgefühl ist also keine Einbildung. Wir haben die Auswirkungen von dieser Probiotika-Einnahme nicht nur an der Hirnfunktion festgestellt, sondern auch ganz signifikant am Darmmikrobiom. Und da sieht man eben einen Zusammenhang zwischen der Veränderung der Darmflora mit kognitiven Funktionen und in dem Fall eben auch mit der Funktion des Gehirns. Welche Rolle die Psyche für die Gesundheit spielt, hat Brigitte Hofegger intensiv erlebt. Sie leidet am Reizdarmsyndrom, das mit dem Stress und der Unzufriedenheit in ihrem früheren Job aufkommt. Ich hatte teilweise Angst beim Essen, wirklich Angst schon, wenn man ständig Übelkeit hat oder Durchfall hat oder Schmerzen und schon wirklich nicht mehr weiß, was man essen soll. Viele Ärzte haben eigentlich immer nur zu einer Diät geraten und das ist wahnsinnig einseitig, wahnsinnig langweilig und hat eigentlich, außer dass man noch mehr Gewicht verliert, den Effekt, dass es dann gar nicht mehr schmeckt. Ein Schicksal, das sie mit vielen teilt. Das Reizdarmsyndrom ist die häufigste gastroenterologische Erkrankung bei uns. Es gibt Veränderungen im Immunsystem im Darm und es gibt Veränderungen zum Beispiel in der Schmerzwahrnehmung. Also das hat man untersucht, indem man einen Ballon im Darm aufbläst, im Enddarm und die Patienten fragt, wann sie es spüren. Dass eben Reizdarmpatienten das viel früher spüren. Das bedeutet auch, dass die Blähungen dann als schmerzhafter empfunden werden, klarerweise. Und da ist auf jeden Fall das Darmmikrobiom dann beteiligt. Nach einer Odyssee von Arzt zu Arzt empfiehlt ihr eine Spezialistin die darmfokussierte Hypnose. Finden Sie die richtige Stelle.
dass Sie ganz bequem hier auf der Liege ruhen. Versuchen Sie, ein- und auszuatmen. Beim gesunden Patienten passiert das, dass er entweder, wenn etwas Schlechtes ist, erbricht oder einen Durchfall bekommt. Beim funktionell gestörten Patienten reagiert dieses sogenannte Alarmsystem, das ja eigentlich eine Hilfe sein sollte, schon vorher. Bei Stress oder manchmal auch ganz ohne Stress, wenn so ähnliche Momente sind, da speichert dieses System bei ihm ab und man kann sogar sagen, seine Darmsoftware ist fehlprogrammiert. Wenn Sie nun beide Handflächen aneinander legen, spüren Sie Ihre Kraft, Ihre Wärme. In der Hypnose ist der Patient wirklich in einem Zustand der fokussierten Aufmerksamkeit und mit der darmfokussierten Hypnose kann man wirklich erreichen, dass diese Fehlprogrammation umgepolt wird und der Darm wieder seine normale Motilität findet. Legen Sie bitte eine oder beide Hände auf die Stellen Ihres Bauches, die es heute besonders brauchen. Die Bauchhypnose funktioniert. Nach einigen Sitzungen lassen die Schmerzen von Brigitte Hofegger nach. Sie kann wieder fast alles essen und kommt zu Kräften. Also die Besserung hat genauso im Prinzip langsam begonnen, wie auch die Symptome ursprünglich langsam begonnen haben, indem ich mich wirklich nur auf mich konzentriert habe, Zeit genommen habe für mich, Dinge getan habe, die mir gut tun, die eigentlich auch irgendwo in Vergessenheit geraten sind, weil oft im Alltag geht das verloren, Zeit zum Regenerieren ist wenig. Die Hypnose hilft dir besser, mit Stress umzugehen. Die ehemalige Sportlehrerin gewinnt so ihre Lebensqualität zurück. Sport war immer mein Leben und als es mir dann wieder ein bisschen besser ging, war es ganz wichtig, über die langsamen, kleinen Schritte wieder dorthin zu kommen, wo man eigentlich gewesen ist. Und ich weiß auch, wo die Grenzen sind. Das ist ganz wichtig, rechtzeitig zu erkennen. Das ist mir früher sicher nicht gelungen. Da bin ich sehr oft über die Grenzen gegangen. Und jetzt alles mit Maß und Ziel, aber dafür umso genussvoller. Der Darm ist ein Organ mit großer Bedeutung und noch vielen Geheimnissen, die er in sich birgt. Denen ist die Medizin auf der Spur. Weltweit forschen Wissenschaftler aus allen Disziplinen an den Bakterien auf und in uns. Fast täglich erscheinen neue Studien zu Therapien und Einsatzgebieten. Trotz vieler Erkenntnisse steht die Forschung jedoch noch ganz am Anfang. Das größte Problem ist, dass wir die meisten Mikroorganismen nicht kultivieren können. Also im Moment sind wir etwa bei 1% aller Mikroben, die wir untersuchen können. Das heißt, im Labor wirklich damit arbeiten können. Die restlichen 99% bleiben uns noch verborgen. Das heißt, wir haben nicht herausgefunden, was die zum Leben brauchen, um sie im Labor züchten zu können. Sie brauchen natürlich diese speziellen Bedingungen im Darm, die sehr schwer nachzustellen sind im Labor. Mit dem Mikrobiom hat die Medizin ein neues Organ gefunden, das fast alle Bereiche der Gesundheit betrifft. Die Forschung rund um unsere individuelle Bakteriengemeinschaft wird auch in der Analysetechnik an Bedeutung gewinnen. Es wird in zwei Richtungen gehen, vermute ich. Einerseits ist die verbesserte Diagnostik bestimmt ein großer Schritt vorwärts. Wir sehen zum Beispiel die enorme Power in der Mikrobiomanalyse, wo wir lesen können, ob eine Person Vegetarier ist oder ob er ein Raucher ist. Oder wir können uns vielleicht in Zukunft viele Blutanalysen oder Krebsmarkeranalysen vielleicht sogar sparen, indem wir einfach nur unser Darmmikrobiom anschauen, weil die Mikroorganismen letztendlich ein Spiegel sind unserer eigenen Gesundheit. Es ist fertig, unser Eimkanalisator. Und alle super mitgeholfen, vielen Dank. Bitte schön, greift zu. Wir neigen heute ein bisschen dazu, alles sehr steril auch in unserer Ernährung zu machen. Und es gibt schon auch Hinweise darauf, dass das für unser Immunsystem und auch für unseren Darm gar nicht so gut ist.
Es gibt einen ganz interessanten Leitspruch, der heißt Live dirty, eat clean. Das heißt, gerne mal dreckig leben, muss ein bisschen Dreck auf der Haut oder am Körper zulassen, dafür aber wissen, was man isst. Die Gartenkarotte oder der Apfel vom Baum, der ist einfach durch nichts zu ersetzen. Trägt auch viele Mikroorganismen mit sich, die für uns dann wieder positiv sind. Ingrid, hat es euch geschmeckt? Super. Alles satt? Ja? Du isst noch die letzten Bissen? Ja.